What's going on, guys? Thanks for watching Strikers! Zurück auf dem Fußballplatz. Und Jungs, danke, dass ihr da seid. Ich schwöre, heute ist es so kalt. Guck mal, wir sind hier Afrikaner, Brasilianer, Koreaner. Eigentlich sollten wir gar nicht hier sein bei der Kälte. Aber für euch machen wir dieses Video. Voll Ehren, Mann. Die legendäre Steven Gerrard Challenge. Ich blende mal ganz kurz ein. Und wir versuchen das Ganze mal nachzustellen. Wir gucken mal, ob wir auch so heftig schießen können. Definitiv nein. Was glaubt ihr, Jungs? Schaffen wir. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich mal sagen, let go. Ihr habt's gesehen, wir müssen den Ball perfekt treffen, damit der auch so fliegt wie bei Gerrard. Ist gar nicht mal so einfach. Torwart Baba macht sich schon warm. Guck mal, was das für ein Haiwan ist. Der nimmt einfach die Latte hier als Aufwärmstange. Er ist brutal getrainiert. Wie ihr sehen könnt, wir haben einen guten Torwart drin. Aber ihr wisst auch, ich habe die beste Schusstechnik. Deswegen ist das so? Also da steht außer Frage. Alles gelogen. Torwart. Er hat spekuliert. Wir sind schon sehr gut getroffen. Aber der stand schon in der Ecke, deswegen bitter. John macht schon mal das Ventil nach oben. Wir machen den alten Trick von Lauro. Ventil nach oben. Und der Dropkick-Meister bei Real Madrid ist Toni Kroos. Guck! Der war wieder am Spekulieren. Der hat schon wieder spekuliert. Die ersten Jungs haben den Ball schon sehr, sehr gut getroffen. Keine Ahnung, ob ich das auch so gut hinbekommen werde. Aber eine Sache kann ich versichern. Der geht rein. Viel Glück. Keine Chance gegen diesen Baba im Tor. Und jetzt muss er auch noch schießen. Ja. Machst du den jetzt rein als Erster? Ich denke schon, aber die Rolle des Torwarts hat mir sehr Spaß gemacht. Der erste Treffer hier im heutigen Tage. Baba, war klar, dass du triffst. War nicht klar. Ich habe mir sogar ein bisschen dabei wehgetan, aber es geht schon. Messi hat jetzt zum 6. Mal den Ballon d'Or gewonnen. Wer hätte gewinnen sollen? Messi oder Ronaldo? Schreibt mal in die Kommentare, wer ist der Beste? Diesmal will John es wissen. Auf jeden Fall. Bruder, das war der beste Schuss bis jetzt. Der wäre so schön reingegangen, der hätte so geschmeckt. Okay, der Torwart kommt raus. Soll ich einfach lupfen? Mind game. Angetäuscht. Freunde, ich versuche jetzt auch einen perfekten Schuss oben rechts in den Winkel mit Ansage. Schwierig, ne, den Ball zu halten, sagst du? Ja, ja. Aber noch schwieriger, den perfekt zu treffen, glaube ich. Beides ist schwierig. Okay. Genau da wollte ich ihn hinhaben. Gerard. War das jetzt schon das Tor des Tages? Bruder, ging der perfekt in den Winkel. Perfekt, unter die Latte sogar noch. Mashallah, mach nochmal. Na, immer nach oben, oder? Ja, man zieht immer nach oben. Was passiert dann? Dann fliegt der richtig geil dabei. Aha! Boah, geil. Schlitzohr. Ja, da muss er auch mal dreckig spielen, ne? Also wir wissen alle, woher das kommt mit dem dreckig spielen. Will ich keinen anschauen, deswegen. Dreckig? Dreckig habe ich erfunden. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Die erste Runde ist vorbei. Jetzt schießen wir vom Halbkreis. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Fokussieren jetzt einfach nur den Winkel, okay? Okay. Okay. Baba hat 2 Tore. R1. Lauro auch 1. Ich muss auf jeden Fall nachziehen. Eben Latte, jetzt Pfosten, schieß einfach kein Tor heute. Ventil nach oben, dann wird man dich loben. Das hat der John mir beigebracht.
Ich wirf den einfach nicht so. Nein! Sag mir, wo ich hinschießen soll. Links oben. Herausforderung angenommen. Ich wollte echt links oben treffen, wie von Erre gesagt. Baba Babo, machen wir jetzt bitte das erste Tor von der Position. Okay. Nein! Ich muss wieder alles nicht. Oder hast du eben schon dein ganzes Pulver verpulvert? Das werden wir jetzt auch sehen. Ah ja. Bye, have a great time. Bruder. Der kann sich beim Footballverein anmelden. Ich glaube, der Kollege Ehre hat gerade Fußball mit Football verwechselt. Endlich jetzt ein Anschlusstor machen. Nope. Boah, der ist so geil geflogen. In der letzten Runde musste ich alles rausholen, à la Steven Gerrard. Jetzt kommt mein letzter Versuch hier von der Position. Ich habe immer noch nicht getroffen, deswegen muss der jetzt sitzen. Links unten in die Ecke, ein bisschen dreckig. Und jetzt haben wir unseren letzten Schuss von der Position, die weiteste Entfernung jetzt. Wie Gerrard. Gerrard hat ja auch immer von Weitem geschossen. John, the pressure is on you. Bekommst du das hin? Ich muss einmal treffen heute, einmal. Guck mal, was der bei dir macht. Ja. Baba, wenn er das mit mir machen würde. Das ist respektlos. Bruder, du hast den Ehre nach Hause geschickt. Der hat's da hingesetzt. Was soll ich machen? Boah, wer so respektlos ist, der kassiert auch vom Baba. Bei jedem Schützen hat er jetzt Faxen gemacht. Mal gucken, was der jetzt macht. Er macht einfach einen Handstand. Okay, Ehre, warte ab. Das war ja ein Strahl. Der Baba, Alter. Boah, Baba. Bruder, du bist zu massiv, ne? Baba hat mich weggehauen, aber das war echt ein Strahl, ne? Das war ein Strahl. Guck mal, und Erre liegt da immer noch. Freunde, guck mal, wen wir hier haben. Zeig, warum schämst du dich jetzt, nachdem du dich... Ich wollte dich nur motivieren, deswegen habe ich so diese Faxen gemacht. Du hast von Baba kassiert, du hast von mir kassiert. Hauptsache nicht von John. Der war gut, aber nicht drinne. Ich hab zwar noch kein Tor, aber ich hab nicht wie Ehre über den Zaun geschossen. Das schafft nur Ehre. Ja, genau so, Junge. John, sein erster Treffer. Wie Stevie G. Bruder, der war geil, der war auch gut. Mein letzter Schuss jetzt hier von der Position. Hey. Jawohl, gefangen. Ich hab spekuliert, dass der Torwart doch in die Ecke geht, aber nein, Baba ist einfach stehen geblieben. Das haben schon andere Gegenspieler und Abwehrspieler versucht. Keiner hat es geschafft. Der geht drüber. What the hell is going on? Mal sehen, ne, ob ich den Ball jetzt mal richtig treffe. John, deine Ideen mit dem Ventil, das hat, weiß ich, hat nichts gebracht. Oh! Das war's mit dem Video, Freunde. Danke fürs Einschalten. Aber Moment mal. Wer war eigentlich der Gewinner des Tages? Ich hat das beste Tor geschossen auf jeden Fall. Das können wir so stehen lassen. Respekt. Das ja, muss man so sagen. Das sage ich auch so. Doch. Ja. Okay, aber ich lasse mal die Zuschauer entscheiden. Wer hat die besten Schüsse am heutigen Tage abgeliefert? Ich muss weg. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, bei Johnny Boy, bei Baba und bei Ehre vorbeizuschauen. Alles hier unten eingeblendet. Und schreibt uns mal einfach in die Kommentare, welche Challenge wir als nächstes machen sollen. Sun Challenge. Oh ja, vielleicht die Sun, die hat es noch nicht gegeben. Alles klar, Freunde, bis ins nächste Video. Ciao, 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 ciao. Tischtennis, du hast noch nicht Tischtennis geschwitzt. Jetzt in den Winkel schlitzt. Ja. So ja, mäßig, so. Ja. Warte. Kinderschüsse! Nein, den Winkel! Oh. Der muss ein bisschen weiter zurück. Boah, aber den Ball! Boah, den Ball! Du bist der Einzige heute, der immer zurückgesucht hat! Zweimal! Genau. Ich bin der Ball an und der
Ey, zweimal so. Mein Gott. Nö.